Er ist zurück auf dem Trainingsplatz. Marc Uth hat seine Verletzung auskuriert und war in dieser Woche gleich schon wieder mittendrin. Wie waren sie denn, die ersten Übungseinheiten mit den alten Kollegen? Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist schon lustig zu sehen, wenn man so kleine Spiele spielt, wie viel Spaß das eigentlich macht nach einer Verletzung. Und die war ziemlich langwierig und kam für Uth zur Unzeit. Nach 3 Toren in den ersten 5 Ligaspielen verletzte sich der Stürmer gegen Schalke am hinteren linken Oberschenkel. Doch die Genesung und die Reha-Phase verliefen so gut, dass Uth sich früher zurückmelden konnte als prognostiziert. Klar, es ist blöd, wenn man auf der Tribüne sitzt und zugucken muss. Immer blöd. Aber so ist das halt, wenn man verletzt ist. Da kann man nichts dran machen. Und ich finde es super, wie die Jungs gespielt haben. Und es war sehr beeindruckend, wie sie so gut wie jeden Gegner dominiert hat. Und ja, das war schon schön anzuschauen. Deswegen war es alles ein bisschen leichter. Ja. Seit Ende September schuftete der gebürtige Kölner für sein Comeback. Das Ziel, schnell und gesund zurückzukommen, um der Mannschaft wieder zu helfen, kam mit jedem Tag näher. Man muss halt Geduld haben, ne? Man darf nicht zu früh anfangen und deswegen auch immer mal wieder nur im Kraftraum gewesen, anstatt draußen. Am Anfang muss man auch mit dem Laufen aufpassen, das hat mich ein bisschen genervt, aber es ging dann eigentlich recht schnell. Die Ärzte haben zu mir 8 Wochen gesagt und ich bin jetzt nach 6 schon wieder am Trainieren, deswegen kann ich zufrieden sein. Jetzt heißt es, das Tempo wieder aufnehmen, den Rhythmus und zu alter Stärke zurückfinden. Das Wichtigste, der Körper bzw. der linke Oberschenkel sendet bislang ausschließlich positive Signale. Ja, jetzt konstant mittrainieren, die Fitness wiederholen. Bis jetzt fühle ich mich super und ich habe auch keine Probleme. Also ich denke, dem steht nichts im Wege. Der lange Weg durch die Reha hat sich gelohnt. Willkommen zurück, Marc Uth.